So, willkommen zurück, Folge 24. Wir haben jede Menge Kohle und ich weiß nicht, Build Facilities. Ich habe keine Alloys. Aber ich brauche ein Headlight Uplink. Mindestens das. Und ich hätte gern mal ein. Nein, kein Psionics Lab. Oder für mich auch Alloys. Also Workshop. Da habe ich halt mein Cybernetics Lab. Begin Construction. Build by Items. Jetzt habe ich hier glaube ich einen Skeleton Suit noch. Der verbraucht aber Alloys, das ist nicht so toll. Medium Weight Armor with an Integrated... Achso genau, das ist mit dem Grappling Hook. Mimic Beacon, Needle Grenade, Gas Grenade, Ghost Grenade, Flashbang Grenade, Reaper Rounds, Implant. Chitin Plane, das ist auch so ein Ding, das ist sozusagen die Nanofiber plus stark verbessert. Oh, es hilft sogar gegen Dingens. Das hilft gegen Würgen. Das Chitin Plating. Wusste ich auch noch nicht. Das bringt glaube ich auch noch Leben und sowas. Heavy Plasma, Satelliten, Cybernetics Labs, Headlight Uplink dauert. Na toll. Na gut, 5 Tage fahren, das geht noch. No. Das Genetics Lab war demnach eine Forschungsstation, ja. Wir können ein Labor bauen. Ich weiß nicht wofür. Ich könnte mal eine Foundry bauen. Habe ich dann zumindest auch die noch. Wie sieht es eigentlich mit meinen Soldaten aus? Sind die schon da? Ja. Baracken. Jetzt muss ich ja Hardcore Saxony und Guppy neu vergeben. Soldiers. Hä? Ehrlich. 4 Frauen. Frau, Frau, Frau. Toll. Hire Soldiers. Weil ich sonst Geld nichts für anderes brauche. Assign New Research, so. Jetzt kann ich eigene Plasmawaffen und sowas. Und gefundene benutzen. Partikelkanone. For Heavy Plasma Technology, okay. Plasma Cannon. Brauche ich Alloys wieder dafür. Ich habe echt zu viele mit Explosivwaffen getötet. Oh, ich werde angegriffen, glaube ich. What the hell? Sir! Internal systems are shutting down all over HQ! This is Central. Security status red. Repeat. Oder sind das manipulierte? Von den Alien manipulierte. What have you done? Sieht nach Alien Manipulation nach. Sir, we're picking up movement near the outer perimeter. Multiple sensors have been tripped. We have a breach. We have a breach. Ich werde angegriffen in meiner eigenen Basis. Fuck.
dann wohl Folge 24. Delta Section, report. Delta Section, report. Finally. Delta Section. Looks like your emergency generators are back online. And Osh. Delta, whatever this attack is, you're right in the crosshairs. We've got perimeter alerts triggering from all sides. Na, looks geil. Like you've got flyers coming through the cavern near the rear guard station. Na, geil. Plus you've got a whole wall of heat signatures coming down through the vents in the ceiling above you. Na, geil. Whoever breached our internal security locked down the door system separating you from the rest of the base. Once we get the doors open again, we can start sending reinforcements through, but that might take some time. Na, geil. Looks like the closest alarms being triggered are in the vents above you. Keep an eye out for any indications of movement. Na, geil. Delta Section, you have to hold the line. The future of XCOM is counting on you. Warum muss ich mich selber halten? So, ich habe hier Gypsy, Reaperman. Ich habe irgendjemanden, der gar nichts kann. Noch jemanden, der nichts kann. Und die anderen zwei. Den werde ich mal direkt hierhin bewegen. Dann sieht man wahrscheinlich direkt daneben am besten. Genauso wie Gypsy. Die wird sich auch mal hinbewegen. Ich bin mir nicht sicher. Ich will den wahrscheinlich. Ah doch, ich nehme den auch dorthin. Ich bin von da oben runter. Irgendwie von der Seite hier kommen so. Da. Und gleichzeitig irgendwie von hier oben, haben sie gesagt. Jetzt hier drüben, da kann ich da auch noch hin? What? Der Hell? Alter Schwede. Das ist immer ein ganz kleiner. Boah. Ja, ich könnte da hinlaufen. Das könnte da überall weitergehen. Wahrscheinlich muss ich das später auch noch. Na geil! Das sieht dann wieder nach einem Mega-Einsatz aus. Oh, fuck it. Location confirmed. Ah, das ist sogar eine Frau. Joanne Watkins. Oh, warum hat denn der mehr Leben als Mutons? No! Ist klar! Natürlich! Natürlich! Was geht denn? Oh shit! Hä? Oh. The bad news is we drained the auxiliary power banks while holding the doors open. It's going to take some time to reroute power for another attempt. Du machst ihn mal weg. Macht die Waffe da. Der muss jetzt mal das Vieh hier hinten schreddern. Ja, ich will das da hinten machen. Ich mach. Oh. Weil ich unten im blöden Fenster drin war. Prozent, 50% critical. Jawoll! Perfekt.
Und einmal darf ich noch. 91. 91. Mit dem Hund aus dem Newton da oben. Ich muss das Ding hier unten wegkriegen, weil ich vermute stark, das ist so ein Psychot-Vieh. Schade. Erstmal Suppression hier. On my way. 45. Das ist der Wichtige. Und die treffen alle nicht. No contact. Moving target. Treffen alle nicht. Ich wollte das wirklich schnell wegmachen, aber es hat nichts getroffen. Und sie trifft auch bei den Reaction Shot nicht. Schade. Jetzt muss er wahrscheinlich jemanden beeinflussen. Es war so klar, dass da einer mind controlled wird. Es war so klar, muss ich meinen eigenen töten jetzt. Ja, Panik. Die Rookies sind am Paniken. Warum steht die jetzt so offen? Die war doch da. Hab ich irgendwas verpasst? Oh oh. Au. Der Chrysalis gibt's ja auch noch. Oh shit. Ja, Double Chrysalisten. No. Hab noch nie genug. Was ist denn eine Panik? Ich muss vor allen Dingen. Nein, nicht den Chrysalisken. Den da muss ich wegmachen. 100% Trefferquote. Ah, das war ein Kill. Hä, ich durfte doch zweimal eigentlich. Ah nein, ich durfte nur alle zwei Runden zweimal oder sowas, glaube ich. Trifft. Jawohl. Ich mache jetzt nur noch weg. Prozent. 52. 50. Solltest du übrigens dahin, Tosi. Oh, leer. Hm. Sehr gut. Die Waffen sind so schlecht. Au. Oh, jetzt könnte meine Gypsy sterben. Wenn der Typ neben mir auch noch trifft. Mit 4 Schaden. Der darf ja auch noch. Ist ja jetzt ein Gegner und so. Ach ne, ist er nicht mehr. Da ist natürlich Schwein gehabt. Irgendwie verteilen. Kann ich ja opfern, das ist nicht so schlimm. Sonst auf die schießen.
erstmal eine Granate. Ja, so ist es, glaube ich, ganz gut. Intimidate. Oh, jetzt gehen die schon wieder in Panik. Nee, geht keiner auf Panik. Voll drauf gewettet. Wildes Mewtorn, ey. Muss ich mir eigentlich eher heilen, glaube ich. Bin ich bald tot. Die beiden habe ich noch. Okay. 45. Mist. No contact with the target. Moving to position. 84, komm, weg. Jawoll, perfekt. Dankeschön. Und dann kann die sich heilen, weil die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist eh nicht so groß. Was ein geiler Glitch. Oh, fett. Oh, jetzt haben die Seeker. Ach, Critical. Oh, fuck. Oh, fuck it. No! Oh, double fuck it. Und mein Sniper muss nachladen. Na, da hab ich ja Spaß. Noch mehr. Genau, mein Sniper muss nachladen. Mach weg, komm. Das erstmal aus dem Weg. Nie so wahnsinnig hilfreich. 77. Hm. Müsste den hier eigentlich retten. Aber ich kann nur dashen. Ach, hab ich nicht nachgedacht. Ich hätte den erst von mir bewegen müssen. Weil er so einen Quatsch macht. Die alle eine Granate mitbringen, schmeißt halt den Granaten um die Ohren. Ja, weißt. Moving to position. Ready to engage. Ja, wahnsinnig weit komme ich damit nicht. Wie halt diese unausgebildeten Leuten besser und weiterlaufen können als meine ausgebildeten. Das ist einfach nur lächerlich. So, wenn der jetzt auf die Fresse kriegt, hab ich ein Problem. Dann nehme ich wieder mein nächstes. Hoher Heavy Tod. Ja. Und daneben. Schade. Ja, ja. Wenn ihr viel Schaden macht, das Ding ja nicht, aber.
kann nachladen. So, du heilst den mal. On my way. 91%. Und daneben. 9-100. Jawoll, nicht. Shot did not connect ist auch ein geiler Ausdruck. 57, übertreib's nicht, Kumpel. Yay. Ja, bloß 50. Was will ich denn damit? Ja, der regeneriert immer noch Leben. Das ist natürlich sehr geil. Hat schon viel Leben regeneriert und gerade ein ganzes Health Pack bei ihm gespart. Oh, fuck it. Ich weiß schon, warum ich diese Anti-Roboter-Skille immer gemacht habe bei meinen Heavys. Oh ja, zwei gestorben sind, normalerweise. Oh fuck. Oh fuck. Hä? Haben die einen getroffen damit? Was zum Kuckuck? Soll das werden? Die sind eher nervig da oben. Den kann ich wegmachen. Und da habe ich auch 85% mit dem Critical. Mit dem Critical Strength, schade. 35. Übertreib's nie. Gehst da, dann machst du das Ding kaputt. 80% wirst du schaffen. X-ray down. Weapons are dry. Affirmative, Commander. Und durchgeschossen und nicht getroffen. Hätte ich auch mal der so eine schlechte Trefferchance. Ist ja quasi nischt, also gar nischt. Ich will lieber das Ding. 7. Dafür. Gehst mal da hoch? Habe ich vielleicht doch noch jemanden, der mal auch nach oben schießen kann? Nicht. Warum auch? Wäre ja zu einfach. What? Oh Mann, der hat die Pistole in der Hand. Komm, machen weg, bitte. Jawohl, dankeschön. Ich glaube, es hat noch jemand gekillt. Ich habe überhaupt mal keinen MacBay. Nein. No, nochmal die Kombination. Wie viele sind es denn diesmal? Okay, das ist ein einfacher. Das kann aber ein Schild geben auf den MacBay. Oh, gar keiner gestorben an der Explosion. Nicht von oben. Ich kann auch von oben in die MacBay gehen, theoretisch.
Fuck, ist da oben einer gelandet? Ich weiß es gerade nicht. Hier muss man nachladen auf jeden Fall. So, du los mal dahin. Nachladen. Gut, dass ich die gerade dahin bewegt habe. Wo sie mir jetzt gar nichts mehr bringt. Hm, du bist jetzt auch nie so wahnsinnig nett hier an der Stelle. Weiß nicht, was passiert eigentlich mit den Sachen, mit den Leuten, die ich verliere? Jetzt, weiß nicht, woher die kommen. Ist mir irgendwie gerade unklar. Das müssen irgendwelche normalen Mitarbeiter, also normalen Anführungsstrichen jetzt sein. Mitarbeiter sein. Okay. I'm ready. Da ist immer noch so eine Scheibe, oder? Ja, da hinten, hey, hinter mir hockt immer noch so eine Scheibe rum. Oh Gott. Das konnte ja nichts werden. Ah, kommt die Scheibe. Und jetzt wird die wahrscheinlich mal ordentlich draufholzen. Jo. Au. Au. Wie gesagt. Aua, aua, aua. Ahaha. Nope. Genau. Das macht jetzt richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. Oh, shit. Und da gibt auch noch ein Schild. Ne, er schießt, okay. Dann hab ich kein Schild. Gegen mich. Oh, shit. Prozent, du machst erstmal den Kredit weg. No! Er überlebt die Quatsch! In Bewegung. 70, 50, 50. So, dann bist du es wohl, 70. Der kann in Deckung gehen oder was? Kommen, hilf mein Support, dankeschön. Die 50, das ist eher wichtig, dass ich das kleine Ding auch mit rauskriege, auf jeden Fall. 100%, 7 Schaden. 91%, 7 Schaden. Wie viel Schaden kann ich damit machen? Bis zu 5 Schaden. Dann muss ich auf jeden Fall hier wegbewegen. Oh, fuck it. Ich werde mal mit dem versuchen, das kleine Vieh da zu töten. 69. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, trifft den. Weg mit dir. Ich will eigentlich nicht dashen lassen. Aber ich muss. Scheiße. Kann es sein, dass ich der Böse ein Böse auf die Fresse kriegt. Gut, die gibt's auch noch. Die hat aber vorhin ein paar Mal explosive Sachen abgekriegt, glaube ich. Stimmt, die habe ich schon mal beschossen. Oh fuck. Daneben geschossen. Oh shit. Okay, die gehen auf den, das ist gut. Das Ding bewegt sich. Aber nie weit. Oh shit. Na gut, das ist. Die sind ja quasi Kanonenfutter, auf den dürfen wir gerne gehen. Wo will der denn hin?
Also auf den da drüben, auf den Paniktypen. Die treffen die beiden nicht. Das finde ich sehr angenehm. Muss ich ehrlich sagen. Sehr gut. Hinten sehen wir irgendwie niemanden mehr. Wirf Granaten. Dass ich noch ein Leben. Wahnsinn, übertreib's nicht. Nichts davon ist safe, wenn ich da hingehe. Oh, das ist safe. Oh, wenn ich den jetzt hier hab. Ich würde gern da oben hinschießen, du Typ. Neun Schaden. Das tat weh. 92%. Können wir das Ding rausnehmen? Nein. Aber 98%. Wir hatten ganz guten Ebenwert. Das Ding da hinten stört mich noch. Ich muss einfach so, ich will das Ding weg haben. Ich will es einfach nur weg haben. Möglichst wenig, was mir irgendwie gefährlich werden kann, will ich jetzt haben. Weil ich irgendwann größer ließ, wenn ich mich nicht irre. Yay, zwei Schaden. Der macht den da oben weg, oder was? Oder versucht zumindest. Komm schon, ja, nimm das Kanonenfutter. Das ist nicht so schlimm. Rookie Valdez. Commander, we've almost got the auxiliary power banks charged, and I should be able to get one of the interior blast doors open. I'll send as many reinforcements through as I can, before the charge dissipates and the door locks down again. Heading there now. 73, ja, schieß mal. War viel Schaden gemacht. Das ging einmal ins Gesicht. Du schießt zuerst, weil du hast noch Holotropfen drauf. Dann ist es nämlich noch wahrscheinlicher, dass hier mein Support mit der Heavy Gun trifft. Aber 87% geht daneben. Meine Güte. 60%, dann schießt du halt. Machen jetzt meine Kleinen hier alles. Och nee. Nee. Nicht schon wieder MacBay. Kommt ja schon wieder von rechts alle rein. Oh shit. Ah gut, Kanonenfutter. Inactivity, ja. Weiß auch, mal schießen. Okay, mach einfach mal beide weg. Finde ich nicht so lustig. Zwei kleine, wenn ich mich jetzt nicht gehört habe. Noch ein kleiner. Ein Newton. Na. No. Bin mir erst noch nie fertig. Da kommen zwei. Und noch so ein Telepathie-Typ. Ups. Warum brauche ich eine Energie, um die scheiß Türen zu öffnen? Ich
Er hat noch 8. Moving out. Die haben alle keine schlechten Enker, muss ich mal so sagen. Fällt mir mindestens ein Schaden noch. Wahrscheinlich sogar mehr. Ach, das ist ja... Das ist ja mein... Oh. Das ist ja mein Dingens. Und daneben. Aha. Da habe ich ja richtig Glück gerade. Kann ich wieder meine Pistole nehmen? Komm, mach mal bitte weg. Nein, die macht mich weg. Dann gehst du halt mal da runter und machst es dann hoffentlich weg. 60% sind nicht euer Ernst. Sorry, so, es ist trotzdem. Also diese Riesenviecher. Mein Sniper wird in eine dumme Position gebracht. Muss ich mal so feststellen. Draußen ist irgendwas. Das ist der Kleine. We're not picking up any additional contacts near the command center. I think you've cleared that area out, Commander. Ja, super. Muss mir jetzt hier durchkämpfen, ja. Bestätigen. Wirf mal so also dahin. Scanne Zielbereich. Feinden sich. Lass mich. Lass mich gucken! Blöde Animation. Ah, er kommt da drüben lang, alles klar. Lass mich das Schild wegmachen. Großteils. Oh, hier hat ein Problem. Mal nachladen bitte. Ach, 47, ey, das ist so lahm. Tussi trifft so schlecht. Der hat vorhin das Scope, ich mag jetzt das Scope nicht mehr. Haha, lustig. Da war wohl der Aufnahme zu Ende kurz. Mach mein halbes, mein eigenes Equipment hier übelst kaputt, ey, meine Fresse. Hier habe ich halt wirklich ein Interesse, dass es nicht kaputt gehen würde. Bei allen anderen sag ich mir, okay, scheißegal, halte ich halt drauf, aber hier. Wäre es eigentlich cool, wenn es am Leben. Als wenn ich es nicht kaputt machen würde mit den ganzen Explosionen und daneben schießen und Kram und so. Oh fuck, Reaper Man, sorry. Das geht wohl in die Hose. Oh, 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 oh. Machen jetzt das Schild neu? Nee. Verstecken sie mich selber gegenseitig da irgendwo. So, das. Ich weiß nicht, wo ich die hinstellen soll. Hätte ich nur da hinstellen.
Run a gun. Commander. 69%. Komm, ein bisschen Schaden. Ein bisschen mehr ist mehr als eins. Position confirmed. Ich krieg die nicht so schnell tot. Ich bin nicht schnell genug tot. Aber zumindest habe ich es geschafft, dass jetzt dahin laufen würde, meine Typen stehen. Jawohl, 15, nee, 13 Schaden erstmal reingedrückt. Und der sind, glaube ich, uns immer gelaufen. Fehlt noch ein Muton. Noch ein Muton, noch ein kleines. Oh, der dritte! Ich bin der. Ich bin der froh. Oh, das sind jetzt Berserker. Die waren richtig bitter. Oh, warum geht Reaperman jetzt in Panikmodus? Meine Güte. Prozent. Oh oh, da geht er noch viel kaputt. Wenn das Ding da stirbt. I'm on the move. Hostile contact confirmed. Mit dem geht's aus. Das da, was da steht. Ich werfe mal da was hin, indem ich da was töte. Wahrscheinlich nicht. Mit nur 3 Schaden. Decision confirmed. Ich mach mich los. Nachladen. Am besten auch mal nachladen. Ich glaube, den Assort, die ist einfach bloß, die stand da irgendwo noch rum in meinen Baracken. Au. Ja, und der kann einfach mal mehreren Leuten sowas geben. Das ist natürlich richtig bitter. Muss den töten. Dann. Aber ich glaube, dann sterben die anderen beiden auch. Die damit kontrolliert werden. Die anderen drei. Jetzt. Prozent, komm, mach Schaden. Jawohl. Hälfte weg. Nie so gut. Und mein Sniper kann nie wirken. Auf die Typen. Ich bin auch nie so wahnsinnig scharf drauf, den davor zu ziehen. Sonst wohin. In Bewegung. Habe ich nur die da.
Ja, suchen wir wenigstens einen davon zu töten. Oh, mir war die eigene Deckung weggeschossen. Das ist jetzt richtig scheiße, dass da die Deckung weg ist. Mann, ey, ehrlich, das ist doch Bullshit. Prozent. Und immer plus 3. Schade. Hätte er töten können, theoretisch. Jetzt grüßen wir mit dem. Oh, das ist ein Muton. What the fuck? Das hab ich noch gar nicht gesehen. Und so ein großer. Jetzt habe ich ein Problem. Da unten steht ein Roboter und ein Muton. Kann ich wenigstens das Vieh da töten? Sieht mir danach aus. Wenn ich der ganz andere Kram sollte dann weg sein. Hoffe ich zumindest. Jawohl. Ich bin nicht mal ansatzweise so schnell, wie die es gerne hätten. Oder auch nix. Also nochmal so ein Psycho-Ding. Jetzt habe ich noch irgendwie drei große Viecher, vier große Viecher, die ich killen muss. Oh. Shit! Fünf. Mann. Sechs. Stimmt, ich habe noch zwei Berserker. Jetzt, also jetzt zwei Berserker. Oh shit, das wird hässlich. Das wird richtig hässlich. Und mein Sniper kann immer noch nicht wirken. Ich habe drüben aber auch so gut wie keine Deckung mehr, zumindest nicht in Reichweite. Moment mal, kann ich mich erstmal bewegen. Kann ich mich da bewegen? Nicht sinnvoll. Dann muss ich doch mal Run and Gun benutzen. Muss dahin gehen. Und will den hier aus der Deckung haben. Mach ab zu 7 Damage sollte. Nee, kann ich halt nochmal schieben. Perfekt. Da ist der weg. Da habe ich volle Deckung. Hallo? Dreh dich. Ehrlich. Wer kann denn von meinen Leuten da überhaupt irgendwie den. Außer die da unten sehen. Daneben. Da steht direkt vor ihm in der Fresse. Daneben. Oh fuck. Nein, nicht ganz Auge. Nicht Lydia. Oh fuck. Ah, die kann sogar einen Treffer davon aushalten. Oh, der andere, das andere Muton. Das wird das wohl nicht mehr aushalten sein. Doch, was daneben. Sehr gut. Da kommt ja nur jede Menge andere Scheiß. Oh, ja, schießen jetzt nochmal Reaction. Achso, Recon. Och, der Berserker. Der reinkommt, bin ich am Arsch. Der macht irgendwie 12 Damage oder sowas. Prozent Critical. 14er. Könnten sogar rausnehmen. Jawohl! Einer von den Robotern muss raus damit.
Ich hab genug Moon. Na geil. Da, hallo, 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 hallo. Darf ich bitte? Dankeschön. Wie jetzt einfach irgendwie meine Kamera bewegt und dann darf ich halt nicht mehr. Hab ich noch Gypsy, habe ich noch, die ich noch bewegen kann. Jawohl, erstmal 8 Schaden gemacht. Jetzt panikt sie auch noch. Na geil. So, Lydia Gunsauge. Schon die beste Variante. 82 und... Herrlich. Aus irgendeinem Grund sieht er das da unten nicht. Mach die Augen auf, Kumpel! Ah, jetzt ist die tot. Oh, er hat auch... Au. Damit ist Lydia tot. Ich weiß nicht, wie ich die hätte wahrscheinlich extrem zurückziehen müssen, hätte ich sie noch da rauskriegen können. Ein Bloodcore oder was? Ja. Und ein Shield. Alles klar. Sonst noch Wünsche? Der läuft nochmal. Da war ja noch einer von mir. Ach, Tim, da ist der runtergegangen. Jetzt kommt eher alles auf einmal, ey. Bin mal gespannt, was ich davon überhaupt noch aufhalten kann. Ich vermute, dass hier unten ist gerade verbuggt, was es da anzeigt. Vielleicht nicht nochmal. Hallo? Wieso darf der nicht nochmal? Mann. Wieso darf ich überhaupt noch? Die ist gepanikt. Oh shit. Und jetzt hat er wieder. Ach, das ist doch so Bullshit, dass er nichts sieht. Ja, jetzt löst der. Ach Gott. Das geht gerade übelst nach hinten los. Was passiert eigentlich, wenn ich die Basis verliere? Also, wie es aussieht, ist mein Sniper. Na, ja, noch nicht. Boah, passt. Zehn Schaden. Mein Colonel ist tot. Mein zweiter. Ich hab keine Lust mehr. Ich mach übelst dumme Fehler. Es ist so scheiße. Ich hab nicht mehr genug Firepower, um die jetzt rauszunehmen mit dem gestorbenen Colonel. Reinforcements have arrived, Commander. Hey. This is the last group I can send through. Das sieht halt immer noch nichts. Das ist so ein Blindfisch, ehrlich mal. Und trifft auch nichts. Berserker tot. Heading to that location. Also, das war dumm.
Die lädt mal nach, das brauche ich nämlich für meinen Firepower. Oh, er trifft sogar mal. Ja, den Reaperman. Mann, Mann, Mann. Und sie schießen. Und sie treffen. Aua. Ja, die einfach durch die Decken durchbrechen, das ist mies von den Berserkern. Durchbrechen, 10 Schaden machen. Ist klar. Ich dachte, hätte ich doch zweimal schießen. Gelaufen. Damit ist meine Deckung weg. Toll. No, und damit ist mein Gypsy wohl tot. Fast tot. Yay. Ey, das ist doch Verarsche hier. Wenigstens der mal tot. Schießbürster. Ich will mich jetzt verarschen, ja? Jetzt sieht er den hier vorne nicht. Leben. Ey, Mutons und noch ein Berserker und so. Alter. No, und er trifft. Aus dem Winkel. Na klar, den könnte man im realen Leben nicht mehr treffen, so. Und ein Schild. Mhm. Brauche ich doch meinen Sniper. Sowas von meinem Sniper. Und tot. Hä? Wofür war jetzt die Slow-Mo? Gelb oder tot? Und Panik. Auf meinen wichtigen Leuten. Yay. Ah, sie trifft wenigstens. Tanker down, das ist das Dümmste, was man machen kann. Au. Und tot. Damit kann ich es aufgeben. Kann ich nur irgendwie aufgeben, dann noch Einsatz? Weil es ist sinnlos. Save and exit, return to game, change difficulty, second wave settings. Oh, nö, ist klar. Uns noch Wünsche. Weiter als so darf ich nicht schießen. Yay. Das ist eh sinnlos, wie gesagt, verloren. Eine ganze Panik-Scheiße und so. Mein Sniper zu verlieren hat mir das Genick gebrochen. Oh ja, ein Leben.
Immer noch. Glückspilz. Jetzt nicht mehr. Die treffen verdammt gut. Major verloren. Ich glaube, ich mach's nicht nochmal. Ich werde wohl XCOM abbrechen, tut mir leid. Auch wenn das mit am besten ankommt auf meinem Kanal gerade. Aber das macht irgendwie keinen Spaß. No, und wieder die Aktion. Das ist so dämlich. Ja, ich habe jetzt noch. Jawohl, ich habe noch einen, der keine Munition hat. Hey, ich kann das Schild nochmal kaputt machen. Und der hat wieder ein Schild. Ich bin sogar für normalen Modus zu doof. Oder vielleicht war auch halt einfach kein guter Tag, keine Ahnung. Suppressed, yay. Und tot. Bam. Yay. So, verloren. XCOM Headquarters destroyed. We are not fighting alien invasion. Ach, Restart Mission gibt's aber. Delta Section, report. Delta Section, report. Tja, werde ich das wohl machen müssen. Vielleicht schaffe ich es dann nochmal. Emergency generators are back online. And oh, Delta, whatever this attack is, you're right in the crosshairs. We've got perimeter alerts triggering from all sides. It looks like you've got flyers coming through the cavern near the rear guard station. Aber ich lasse es, glaube ich, erstmal für heute sein. Das war nie so wahnsinnig guter Tag für mich heute irgendwie. Whoever breached our internal security, lock down the door system separating you from the rest of the base. Once we get the doors open again, we can start sending reinforcements through, but that might take some time. Right now it looks like the closest alarms being triggered are in the vents above you. Keep an eye out for any indications of movement. Delta Section, you have to hold the line. The future of XCOM is counting on you. Danke. Ja, save and exit. Accept. Also wenn ich das Loadgame gehe, komme ich da wieder raus. Okay. Ja, wie gesagt, doof gelaufen. Ich durfte zumindest die Mission neu starten. Mal sehen. Kann ich zumindest noch weiterspielen. Dann muss ich vielleicht auch nicht beenden. Hab bloß keine Lust, wieder vom Start an neu zu beginnen. Bis bald.